Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Unity. Wir befinden uns jetzt mitten beim Questen. Wir haben jetzt in dem kleinen Livestream viele Quests gemacht, die hier waren. Alle nicht so wirklich aufregend, ich habe nicht viel verpasst. Es war ein, zwei witzige Szenen waren dabei, aber ansonsten nichts Schlimmes, nichts Wichtiges verloren. In diesem Bezirk hier... In diesem Bezirk fehlt uns ein Detektivauftrag, glaube ich. Ne, das ist dieses Rätsel von Nostradamus-Rätsel, genau. Fehlt uns hier. Hier fehlt uns noch der Detektivauftrag, die Rache der Vorfahren, ne? Und eine normale Quest, WTF. Fehlt hier eine Quest, wenn ich hier auf Quest die Mission gehe? Ich habe keine. Ah, das zählt ja mit als Quest. Naja, stimmt. Okay, alles gut. Dann ist gut, dann ist gut. So, und ein so ein Papyrus-Ding. Goody, goody, goody. Dann haben wir hier noch ein so ein Papyrus-Ding und ein Assassin-Quest. Das ist wahrscheinlich das Papyrus-Ding, weil das ist ja auch irgendwo eine Quest. Was ist das hier? Ein Assassin-Kontakt hat berichtet, dass die Information Colette womöglich enttarnt wurde. Da gehen wir auch nochmal hin. Ja gut, jetzt sind wir aber erstmal auf dem Weg zum Belle Epoque Training. Daten auf den Straßen des Paris des späten 19. Jahrhunderts. Da bin ich jetzt gerade auf dem Weg hin. Und wir machen halt die letzten Detektivaufträge. Bevor wir jetzt mit der Quest weitermachen, würde ich gerne dieses Areal komplett abschließen. Ich meine, wir haben jetzt unsere Kleidung, wir haben jetzt alles, was wir brauchen, um ein Assassine zu sein. Klar, würde ich gerne die Kopie noch machen können, aber naja. Vielleicht sollte ich die Tage einfach mal ein paar Missionen wiederholen. Apropos, Charakteranpassung, Freunde, Fähigkeiten, nein, Ausrüstung, Waffen. Ich habe 10.000, ich kann mir eine neue Waffe leisten. Oder entweder wir kaufen uns eine neue Waffe, die wir nicht brauchen. Weil der Rest eigentlich, ja, der nächste Bonus würde 25.000 kosten. Es wäre also ziemlich sinnlos. Ich könnte vielleicht eine andere Waffenart holen, ja. Frage ist nur, brauche ich das? Oder eine Pistole? Eine Pistole wäre nicht schlecht. Ich habe eine Pistole. Sie benötigen die Fähigkeit Fernwaffen, um die... Okay. Ich habe keine Pistole. Ja, gut. Ansonsten, ja. Rüstung? Ausstattung? Mehr Leben gibt mir das Ganze nicht, oder? Schleichen. Es verbessert Schleichen und so Kram. Was haben wir derzeit? Haben wir echt das hier derzeit aktiviert, dass uns nichts gibt? Gesundheit... Okay, das ist alles ja recht billig, ne? Also wir sollten uns irgendwas kaufen, um uns ein bisschen zu verbessern. Wo ist denn unsere Preisspanne hier? 5.000 ist unsere Preisspanne. Ich könnte Richtung Schleichen gehen, würde aber natürlich auch gerne ein bisschen mehr Gesundheit haben. So ein Mittelmaß von alledem wäre nicht schlecht. Und das ist der hier. Ja, hier geht's auch noch 4.900 und da geht's auf 5.000 weiter. Dass irgendwie keinen Unterschied macht. An sich ist das ja ganz nice. Aber ich hätte ehrlich gesagt mehr Gesundheit gerne. Vor allem Fernkampf. Wenn du nichts sehen kannst, bringt dir der Fernkampf gar nichts. Naja. Koop-Mission, der Marsch der Frauen. Okay, kein Wunder, dass das so scheiße aussieht. Weil es eine Koop-Mission beinhaltet. Gut. Ich würde sagen, wir kaufen uns jetzt eins davon. Und das wird das hier sein. So, ich habe das Geld. Haha. So. Dann haben wir hier noch verschiedene Brustteile, die uns auch noch Fähigkeiten geben. Und, aber ich hab, dafür habe ich nicht genug Geld. Na, Katze, was ist los? Hör auf mich anzutippen. So, wir machen erstmal die Mission. Wir haben uns jetzt erstmal einen neuen Kopfumhang gegönnt. Das reicht doch erstmal, ne? Geben wir den Riss. Ja, gucken wir uns mal an, was uns da erwartet. Also wie gesagt, wir werden das jetzt halt so handhaben, wenn wir in einen neuen Bereich kommen, werde ich den erstmal
quasi durchspielen, bevor wir da Hauptmission beginnen. Die ganzen billigen Nebenquests, die machen wir ja so. Entweder im Livestream oder ich alleine. Na komm, hopp. Schön, dass du da bist. Du musst unseren Agenten befreien und das Portal erreichen. Eigentlich sollte er Daten von der Helix sammeln. Versuche so viel wie möglich davon zu sichern. Hier ist ein Teil der Daten, die wir gesucht haben. Gut, unsere Techniker werden die Daten sofort analysieren. Die Daten sind verschlüsselt. Bleib einen Moment in ihrer Nähe, damit ich darauf zugreifen kann. Okay. Ich entschlüssele sie. Fertig. Wir sammeln also Daten. Noch mehr Daten, um den Agenten zu finden. Und wir haben nur eine bestimmte Zeit lang Zeit. Okay, warum nicht? Das ist nicht das Spannendste, was man machen kann, aber es geht auch. Ich meine, später wird es höchstwahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger sein und dann muss man eine bestimmte Reihenfolge nachgehen, um es alles zu schaffen. Wir werden das jetzt aber locker schaffen. Würdest du runter vom Tisch gehen? Ich nehme gerade auf, Mr. Flauschig. Oh, Mr. Flauschig. Wenn ihr gleich irgendwas hört, das ist Mr. Flauschig. Ein bisschen was von dem Zeug läuft sogar weg. Ja, cool. So. Ja, der 50er hier wird es eigentlich schon reißen, ne? Mr. Flausch, wie du beendest die Aufnahmen. Da ist er. Du musst ihn da rausholen. Okay. Ach. Auch noch auf Zeit. Ich dachte, das ist. Ah, okay. Wir müssen noch mehr Punkte sammeln. Um ihn da rauszuholen. Okay, wie krass ist denn das? Achso, wir kriegen dafür Punkte. Aber sichere so viele Daten wie möglich. Aha! Okay, jetzt check ich's. Sichern uns jetzt noch mehr Daten, um mehr, ich weiß nicht, zu bekommen? Geld? Ich hab keine Ahnung. Aber wir bekommen tatsächlich Daten, wenn wir ihn auch noch befreien. Das heißt, es ist eigentlich machbar. Und wir waren am Anfang schon sehr, sehr, sehr langsam, weil ich keine Ahnung hatte, wie wir überhaupt spielen. Aber es geht doch. Entkommen. Das Gebiet wird instabil. Die Simulation bricht zusammen. Verschwinde von da. Ja. Yeah. Das auch noch, weißt du, du bist am Arsch der Welt. Aber du musst auch noch entkommen. Wer rechnet denn sowas? Boah. Sehr gut. Doch es gibt noch mehr Assassinen zu retten und Daten zu finden. Insgesamt Geld verdient 519, insgesamt Flaggen 1330. Nächsten Riss spielen? Hab ich auch keinen anderen Riss, oder? Das ist jetzt so ein Quatsch, den man immer wieder machen kann. Riss freigeschaltet. Wir zählen auf dich, rette unseren Agenten. Er ist irgendwo in dieser Simulation. Okay. Versuchen wir es einfach nochmal. Mach weiter so gute Arbeit. Diese Daten könnten uns vielleicht nützlich sein. Anscheinend haben wir ja nichts zu verlieren. Moment, Entschlüsselung. Mr. Flauschig, kannst du mal irgendwie Ruhe geben? Wäre das möglich? Man muss dazu sagen, Mr. Flauschig hat gerade Hunger. Das heißt, er wird so lange nerven und so lange uns im Weg sein, wir im Weg sein, bis er sein Essen kriegt. Oh, ich werde entdeckt! Forschungsteam glücklich machen. Moment, Entschlüsselung. Ich weiß nicht. Oh Gott. Jetzt sind hier auch noch Gegner. Gute Arbeit. Je mehr Daten wir sammeln, desto besser. Ich muss dazu sagen, das ist gar nicht mal so einfach hier. Aber ich meine, das ist ja auch irgendwie, keine Ahnung, auch ein bisschen sinnlos, wenn man das so sehen möchte. Whee. Ich meine, gut, ich kann hier quasi ständig wieder hier reingehen und Geld sammeln. Was eigentlich gar nicht so verkehrt ist, aber in Aufnahme werde ich, glaube ich, jetzt das Ding erstmal beenden. Wir werden das also nicht nochmal machen. Assassinen trianguliert. Mach weiter so gute Arbeit. Und ja, das reicht dann eigentlich schon, ne? 250, das heißt, ich werde mindestens auf 750 gehen. Wo ich ihn befreie.
Ja, komm schon. Wo ist der Typ so schnell? Wow, das wird unser Forschungsteam glücklich machen. Runter, 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 spring! Ah, wir haben ihn verpasst. Mein Gesundheitszustand ist schlecht. Hier bleibt nicht mehr viel Zeit. Ja, ich weiß, ich gehe ja schon in die Richtung. Auf. Auf. Bin ja gleich schon da. Du musst sie einsammeln, bevor sie für immer weg ist. Ausgezeichnet. Darin könnten einige von Abstergos Geheimnissen enthalten sein. So, jetzt zum Assassinen und dann hauen wir ab. Was ist das denn? Kannst du dich mal schnell herunter? Hol ihn raus. Ich habe keine Zeit für dich. Oh, das gibt auch Punkte. Da bist du ja! 3, 2, 1. Die Zeit ist um. Beeilung. Ich bin schon so gut wie weg. Was waren das für Gestalten, die noch da rumliefen? Bin ich das gewesen? Oder waren das andere Assassinen? Ist das hier der Online-Bonus? Naja. Du hast der Bruderschaft gute Dienste geleistet, doch deine Hilfe wird immer noch gebraucht. Na gut, jetzt haben wir zusammen 1000 gemacht. Wir haben Uplay Points bekommen. Sie haben Corellerox Erfolg von 720 Daten übertroffen. Okay, zurück zu Helix. Nö, Katze. Ja, bin ich auch. Also ja, ich habe eigentlich, keine Ahnung, ich habe mit einer Mission gerechnet. Ich habe ehrlich gesagt mit einer Mission gerechnet. Das war nicht das, was ich erwartet habe, aber immerhin ist es etwas, was sie eingebracht haben in ein Spiel, was nicht wirklich viel da drinne bringt. Keine Ahnung, ich hasse es, irgendwelche Sachen zu sammeln, die einfach überhaupt keinen Sinn ergeben, wie das da zum Beispiel. Ich meine, gut, klar, es ist ein Riss, wir waren schon mal in einem Riss und da war auch hier Hans Dieter gefangen, Subjekt 16. Aber dass wir da einfach rein und rausgehen konnten, das war nicht der Fall. Hey, was machst du da? Nein! Was stopfst du da schon wieder in dein Maul, hä? Stopfst du da schon wieder in dein Maul? Müll, das ist ein Mikrofon, Kleiner. Das ist ein Mikrofon. Ja, geh in dein Bettchen. Geh. Was? Geh. Alter, Nervensäge. Naja, wir können jetzt jederzeit hier rein, wann wir wollen. Oder ist noch ein Riss offen? Ja gut, jetzt sind da zwei Risse offen. Ich weiß nicht, ob das gut ist, was wir hier gemacht haben. Weil vorher war es nur einer, jetzt sind es plötzlich zwei Risse. Ich habe mir das Gefühl, wir destabilisieren den ganzen Kram. Und WTF! Ich habe diese Quest doch gemacht. Wieso ist die Hauptquest jetzt da? Ja, Leute, die Hauptquest, ich weiß nicht warum. Die ist mal da, mal ist sie da. Und mal ist sie da, ich verstehe es nicht. Wir gehen mal da. Ich hätte schwören können, ich habe diese eine Quest gemacht. Ich hätte schwören können, ihr habt sie gerade nicht auf der Karte gesehen. Gut, dann machen wir die nochmal. Schwören können, ich hätte die beendet. Unverbrauchte Sündpunkte verfügbar. Ja, ich habe aber nur 3. Was soll ich mit 3 anfangen? Ja. Nö, ich aber nicht. Ja, es interessiert mich nur nicht. So. Ihr seid bereit für den nächsten Schritt? Komisch. Das habe ich nicht vorausgesehen. Der nächste Schritt. Ein Bekannter von mir, Denis Molinier, beschäftigt sich mit Alchemie. Ich vermute, dass er in Besitz des anderen Teils des fehlenden Mechanismus ist. Ich rate euch, zu seinem Haus auf der Île Saint-Louis zu gehen und es zu stehlen. Ja, stehlen! Oh mein Gott! Stehlen! Gut, dann ist das jetzt aber wirklich die letzte Aufgabe, oder? Ich weiß gar nicht, wie. Hä?
Wieso habe ich das nicht gesehen, dass da eine Quest war im Stream? Egal. Ich habe extra darauf geachtet, aber egal. Übrigens, das war ein Stream hauptsächlich auf Steam? Nein. Twitch. Twitch da. Das Wort. Deswegen findet ihr es auch nicht auf YouTube. Also nicht, dass ihr jetzt da den Kanal durchwühlt. Das habe ich jetzt nur auf Twitch gestreamt. Einfach nur mal wieder. Einfach nur auf Twitch zu streamen. Mit etwas weniger Zuschauern, wo es ein bisschen chilliger ist. Aber es hat mir schon ganz gut getan, muss ich sagen. Also. Hat schon richtig gut getan. Einfach mal das zu machen, was man möchte. Die Schlägerei beenden. Das kriegen wir hin. Take this! Gleich zwei. So. Schlägerei beendet. Theoretisch hätte es gereicht, meine Waffe zu ziehen. Da waren aber Feinde. Gut, es war blöd, zwei Rauchgranaten zu werfen. Aber ich habe mich halt verklickt. So, wenn man diese kleinen Aufgaben macht, wie töte jemanden zufällig, der in der Nähe ist oder so. Wenn du davon halt eine bestimmte Anzahl machst, dann kriegst du Geld. Und es werden immer mehr. Wir haben halt mit 5 angefangen, dann waren es 10 zu wenige Aufträge, dann waren es 15 und jetzt bin ich bei 20 angelangt. Also. Und du kriegst halt immer ein bisschen mehr Geld. Also ja, ist ein lustiges Gimmick für zwischendurch. Ich meine, du läufst eh dran vorbei und kannst es direkt mal machen. Brichst dir kein Bein mit ab. Aber wieder so ein Ding, ja. Du hast eine Open World, was macht man? Man macht unsinnige Sachen wie das hier zum Beispiel. Ich meine, das füllt natürlich das Leben dieser Stadt auf. Ach, so weit bin ich gerannt, krass. Aber irgendwie sinnlos. Naja. Gut. Ich muss ans andere Ende der Map laufen, weil die ist so verrückt, die Frau. Das tut sie mir an. Oh, ich kann das Geld abholen, wenn ich schon mal hier bin, ne? Nice. Wo ist die Kiste? Da ist die Kiste. Ich hab halt 200, ey. Ich hab so viel Geld investiert. Ja, Celestine, was gibt es? Ich fragte mich, Monsieur, ob ich... So, Erdgeschoss ist renoviert. Obere Stockwerke renovieren. Wir haben bei der Renovierung etwas auf dem Dachboden gefunden. Vielleicht geht ihr nach oben und seht es euch an. Ja, nö. Jetzt gerade nicht so. Um 15.000 wieder und dann mache ich der letzte Schliff. Einnehmen können. Und weswegen? Ich will nicht renovieren, ich will hier einfach weggehen, Mann. In den Gärten spazieren mit. Nervig. Na gut. Falsche Richtung. Wir müssen in die Richtung. Gut, das nächste Mal, wenn wir herkommen, sind es 15.000. Also nach dem nächsten Gebiet, glaube ich, sogar. Ne? Kommt, glaube ich, hin. Ich will doch nur nach rechts laufen. Was stimmt mit dir nicht? Das ist diese Steuerung, diese neue. Ich hoffe, die verbessern sie im nächsten Assassin's Creed Teil. So, wir suchen in diesem Gebiet etwas und das Auffälligste in diesem Gebiet ist dieses rote Gebiet, deswegen werden wir da hingehen. Ich meine, wieso sollte ich etwas im grünen Gebiet suchen, wenn im grünen Gebiet auch ein rotes Gebiet existiert? Natürlich gehe ich da hin und suche da. So. Okay, das hat nichts mit mir zu tun. Sehr schön. So ploppt hier plötzlich eine Quest auf. Jetzt Koop spielen. Nein. Kannst du knicken? So, ich nehme mal das Seil hier hinten, um darüber zu kommen. Dann können wir von dem Dach aus runter gucken und gucken, was es da so Schönes zu bestaunen gibt. Und ob wir finden, wonach wir suchen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wonach wir suchen. Oh. Irgendwie so eine Art Bett. Suchen wir vielleicht danach? Gut, wir suchen danach. Und jetzt müssen wir irgendwie reinfinden, oder?
Ich soll die Tür benutzen. Das war close. Bist du mein Opfer? Das würde ich jetzt aber lustig finden. Wieso war der Gold? Truhenschlüssel. Oh. Wo ist hier die Truhe? Okay. Gut, wir haben da ein paar Kollegen. Kann ich mich dran vorbeischleichen? Etwas geht hier vor sich. Suchen die mich jetzt? Oder suchen die mich nicht? Nö. Okay, dann nicht. Aber hier kann ich nicht lang, ne? So wäre ich also auch reingekommen. Nicht der sicherste Weg. Aber hier ist doch gar nichts. Wollte ich verarschen? Also hier habe ich schon mal den Truhenschlüssel. Ich glaube, das bringt mich schon mal weit voran. Das habe ich nicht geträumt. Das ist meine patriotische Pflicht. Echt jetzt? Der hat mich gefunden? Ja. Gut. Ich untersuche ja schon. Ich sehe schon. Wir benutzen die Statue, um weiter hochzukommen. Kannst du bitte einfach reingehen? Nur der eine? Das finde ich ja ein bisschen billig als Wache, ne? So, das Teil stehlen. Wir müssen auch noch irgendwie höher kommen. Eine Ausgabe des Buches von Elisa mit handgeschriebenen alchemistischen Anmerkungen von Nicolas Flamel. Das hat mich inwiefern jetzt weitergebracht? Die haben mich verarscht. Die haben mich einfach verarscht. Ah, hier ist eine Treppe. Okay, alles gut. Okay, ich sehe hier keine Wachleute. Muss ich dieses Bild klauen? Karte der Ile de la Cité. Eine alte Karte. Denis Molinier hat sie mit handgezeichneten alchemistischen Symbolen versehen. Moment. Diese Symbole haben wir auch woanders gesehen. Und zwar an der Mauer der Kirche. Ah, das sind alchemistische Symbole, okay. Ja gut, so können wir auch schon. Und dann klauen wir höchstwahrscheinlich, was hier drin ist. Dieses rostige Stück Metall muss Teil des Mechanismus sein, von dem Mademoiselle Lenormand gesprochen hat. Und das komplettiert den Mechanismus. So viel zu den... Ah! Wisst ihr, und noch unter der Kirche, also für die, die dabei waren... Unter der Kirche haben wir doch einen Gang gefunden, bei dem zwei Zahnräder fehlten. Jetzt haben wir nämlich, und da war auch dieses Zeichen, versteht ihr, da war dieses Zeichen. Und dahinter war eine Truhe. Und wir kamen da halt nicht hin, weil halt zwei Zahnräder fehlten. Hier, Bruder. Nein, halt so. Uns fehlten halt zwei Zahnräder. Und ich glaube, wir haben jetzt zwei seltsame Teile gefunden und das sind diese Zahnräder. Das ist doch mal irgendwo logisch, oder? Coole Sache. Ja, cool, ja. Weiter. Und jetzt müssen wir mit Lenormand sprechen. Oh, warum so weit weg? Wieso kann man hier schnell reisen? Kann man gar nicht schnell reisen, ne? Doch. Wieso mache ich mir so viel Mühe? Datenbank ansehen. Schnellreise. Wieso mache ich mir ständig so viel Mühe und laufe hin und her? Ah.
Zero, behalte den Fokus in deinen Augen. So, Freunde, bevor wir aber das Geheimnis der Zahnräder lösen, sehen wir uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Haut rein, euer Zero und tschüss.